Am Freitag werden die Wolken im Tagesverlauf immer dichter. Längere blaue Lücken sind dann am ehesten noch vom Saarland bis in den Norden Bayerns und im Nordwesten drin. Dort und am Alpenrand sind örtlich auch mal ein paar Tropfen mit dabei. Die Höchstwerte reichen bei einem Bögenwind von 3 Grad am Erzgebirge bis zu 11 Grad rund um Freiburg. Am Samstag bleibt der Himmel meist grau. Besonders in der Nordwesthälfte ziehen dazu Schneeregen oder Graupelschauer durch. Mitunter kann es auch im Flachland schneien. Meist trocken bleibt es dagegen vom Alpenrand bis nach Sachsen. Mit Spitzenwerten von kaum 5 Grad in den Mittelgebirgen und 9 Grad in Niederbayern ist es sehr frisch für Mitte April. Dazu weht weiterhin ein unangenehmer Wind. An den Folgetagen lassen die Schauer nach und die Sonne zeigt sich häufiger. Auch die Temperaturen steigen Stück für Stück. Am Dienstag zeigt das Thermometer entlang des Rheins schon wieder Werte über 15 Grad an und das Nachtfrostrisiko lässt nach.